Willkommen zurück zu Die Schlümpfe. Nachdem wir beim letzten Mal vom Baumstamm gerollt sind, versuchen wir heute irgendwie erstmal wieder die Schlittenfahrt hinter uns zu bringen und dann irgendwie über den Baumstamm zu kommen. Yay. Das wird super. Hoffe ich. Ich rede mir immer Dinge ein und letztendlich werden sie gar nicht so super. Aber man kann ja mal gucken. Ne? Ja, das fängt da schon gut an. Erstmal wieder ab ins einzige Wasser. Weil wegen, warum nicht? Bläh. Bläh. Schubst mich hier der Yeti von links nach rechts. Ich glaube, es hackt. So. Dann nochmal die andere Beere. Hier irgendwie an der Schneekugel vorbei. Da kommt ja noch ein Yeti. Hallo, das hatten wir beim letzten Mal nicht. Da hatten wir einen Yeti und gut war im Level. Aber gut, soll mir recht sein. Es könnte schlimmer sein. Mir fällt zwar gerade nichts ein, aber es könnte schlimmer sein. So. Ja, ich hätte nicht nach rechts gekonnt, weil wegen Steine. Und generell war das eine aussichtslose Situation. Aber hey, wir sind durch das Level gekommen, wir können wieder zurück zum Baumstamm. Yay. Wieder in Steuerung des Tortenschlumpfs. So. Irgendwie das Timing beibehalten. Wäre super. Ich bin ein bisschen konzentriert. Na doch! Bisschen konzentriert, sagt er und fällt wieder vom Stamm. Bitte warten. Oh, weißt du, stehst du gerade auf, weil du Schaden gekriegt hast und dann sowas. Ich liebe den Stamm. Oh, jetzt falle ich von der anderen Seite des Stamms runter. Dabei bin ich doch vom Stamm da abwarten. Oh Gott, nicht da runterfallen, das wäre ein bisschen doof. Okay, okay. Ich glaube, wir haben einen Teil des Stamms überstanden. Ja. So. Stamm Part 2. Extra Leben hier unten holen, danke. Okay. Mist. Nein! Oh, in den Vogel gesprungen und ich hatte kein Leben mehr. Und dasselbe Level nochmal. Yay. So, jetzt auch mal mit ein bisschen mehr Speed hier irgendwie durch das Level. Wird hier schlimm für Speedrun noch. Nein! Oh, in das Loch gefallen! Mann! Oh, nicht gesprungen! Es wird ja immer besser. Was war denn das? Oh, das Baumstammlevel. Früher konnte ich das mal. Und der eigentliche Graus steht uns halt noch bevor. Ist halt so. Game over. Das ging schnell. So, ich hoffe, er hat mein Passwort gespeichert. Das wäre schön. So, bitte warten. Passwort.
Ah, sieht gut aus. Schlittenfahrt. Yay! Wieder zurück auf den Gletscher. Juhu! Ah ne, die schreien ja immer. Yippie! So, warten wir wieder auf den Yeti, der gleich von hinten kommt hier. Und ich fahre erstmal gegen den Baum. Ich mag Bäume. Titsch! So, da kommt auch wieder eine schöne Schneekugel. Nicht so eine zum Schütteln, sondern eine zum überrollt werden. So. Müssen wir eigentlich bald wieder am Levelende sein, hoffentlich. Ja, okay, dann nicht. Ist auch okay. So. Geht doch. Geht nicht, hier wird nicht. Und wieder zurück auf den Baumstamm. Mensch, hier waren wir lange nicht mehr. Ich bin wieder maßlos konzentriert. Gut, das ist ein bisschen übertrieben. So. Part 1 vom Baumstamm haben wir jetzt relativ schnell hinter uns gebracht. Ah, wir haben den Baumstamm geschafft. Oh mein Gott. Und wir haben 7 Leben. Stell dir jetzt mal vor, 7 Leben. Und jetzt kommen wir zu meinem Grauen. Das Level, das ich noch nie in meinem Leben geschafft habe. Bei Gurgelhals. So, als würdest du ans Telefon gehen. Ja, hier bei Gurgelhals. Ja. Das Grauen hier sind nicht die Frösche. Aber die gibt es natürlich auch. Ich glaube, in die Dornen hier springe ich auch besser nicht rein. Oder doch, ich glaube, ich kann die ganz normal berühren. Ja. Aber hier haben wir so ein Gläschen mit Blasen. Und diese Blasen sind zwar ganz nett, aber ich darf die halt nicht zerplatzen lassen. Und das ist das, was mich in meinem Leben die Schlümpfe niemals hat durchspielen lassen. Diese Scheißblasen. So, Blase Nummer 4 oder 5. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ja, wir müssen diese Blase irgendwie jetzt durch dieses ganze Dornrankengedöns da durchkriegen. Und natürlich mit Zeitdruck. Oh, weißt du, wenn du nur so ein Pixelchen irgendwie da dran klebst, ne? Und so zog sich das Let's Play wieder abermalige Folgen in die Länge. Weil der Herr zu unfähig war. Schön hier durchlotsen. Ich glaube, irgendeine Stelle gab es halt auch, da wusste ich halt nicht, wo lang. Na, was bin ich denn da bitte schnell hängen geblieben? Boah. Ich war weit genug an den Dornen vorbei. Wirklich.
habe Videobeweis. Ich weiß, das hilft mir auch nicht. Oh Gott. Okay. Jetzt ist da so ein Schmetterding. Nein, oh, am Bildschirmrand darf ich auch nicht hin. Nein, natürlich nicht. Hallo. Oh. Der böse, pieksige Bildschirmrand. Ui, wie ist das toll. Plötzlich wurde die Schlümpfe zu einem 100-Folgen-Let's Play. Der Schmetterling, na, oh. Gut, der Schmetterling hat mich jetzt nicht erwischt, ne, aber die Dornen. Ich bin hier richtig. Ich habe keine Ahnung. Ja. Okay, und jetzt? Und jetzt? Da oben ist ein Exit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe dieses Level in meinem Leben noch nie durchgespielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Obwohl die Kuchen vom Tortenschlumpf ganz und gar köstlich sind, scheinen sie Azrael nicht zu bekommen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in Gargamel Schloss. Oh mein Gott, oh Gott. So, und hier gibt's natürlich die schwarzen Fliegen. Hey, ich habe keine Ahnung. Ja, auch so ein Voodoo. Ah! Oh Gott! Azrael! Nein, oh, von der schwarzen Fliege erwischt. Nein. Ja. Was erwischt mich denn hier noch alles? Hallo? Ja, okay. Na, das wird ja lustig. Ich meine, ich mochte immer Azrael, ne? Azrael ist immer eine tolle Katze gewesen. Hat auch diese Blume da, ne? Kann ich die erwischen? Nein. Okay. Yeah. Mist, wo soll ich denn hier lang? Hallo? Wo soll ich denn hier lang? Och, Azrael, sei ruhig. Na, oh, da kommt da plötzlich aus irgendeiner Flasche irgendwas raus. Nein, die Scheißfliege. Stechmücke, whatever. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen. Puh, das war ein bisschen knapp. Azrael auch die ganze Zeit, ne? Zum Glück nicht nervig, die kleine Katze. So, hier vielleicht das Regal hoch. Okay. Du
Was hat mich denn da getroffen? Sämtliche Animationen von diesem Flaschending war schon weg. Oh. Da, okay, in den Kessel darf ich natürlich auch nicht. Nee, das ist klar, aber ich wusste nicht, dass da ein Kessel kommt. Ich futter einfach nur eben schnell durch. Nein. Wieder die Fliege, die mich erwischt hat. Irgendwas erwischt mich irgendwie gefühlt immer, ne? Nein, noch, was war hier weg? No. Wo hat mich denn die Fliege erwischt? Die stand da so weit abseits, das Ding hat mich nicht getroffen. Oh, ja, super. Nicht genug Anschwung gehabt, um da irgendwie rüber zu fliegen. Nein, rüber zu springen. Nochmal so ein schönes Mitleids-Extra-Leben gekriegt. So, und du? Nein, oh, da kommt irgendein Tropfen aus dem Scheißkessel. Doch. Wieso erwischt mich denn jedes Mal diese Pflanze? Hat die Pflanze keine anderen Hobbys? Oh, Azrael, geh wo du wohnst. Ganz ehrlich, ich komm hier nicht weg. So, letztes Leben. Das kann nichts werden. Natürlich die Pflanze. Was denn auch sonst? Irgendwas muss mich ja treffen. Wenn ich die Pflanze, dann ist irgendwas verkehrt. Ja, und jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Ja. Ja, ne, war ein netter Versuch. Wir haben zumindest mal Gargamels Schloss von innen gesehen. Wir machen Fortschritte. Wenn auch kleine. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle weiter in der nächsten Folge von Die Schlümpfe. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.